Seit dem 7. April 2006 können Besucher des Sea Lives hier in München 150 Wassertierarten bestaunen und das auf über 2200 Quadratmetern hier im Olympiapark. Und wir sind jetzt gleich mit einer Aquaristin verabredet, die sich hier auskennt. Unsere Futterküche da bereiten wir das ganze Futter vor, was wir brauchen für den ganzen Tag eigentlich. Zum Beispiel für die Haie, für die ganzen Fische haben wir Futter, was tiefgefroren ist. Deswegen haben wir hier auch unsere Tiefkühltruhen und es wird immer jeden Tag frisch aufgetaut, die Menge, die wir eben für den Tag dann verbrauchen. Genau, wir haben jetzt als nächstes unsere Schildkrötenfütterung. Da dürft ihr auch gerne mitkommen, deswegen habe ich hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Genau, das sind alles, was wir so brauchen. Also zum Beispiel gibt es heute eine halbe Sardelle für unsere Schlangenhalsschildkröte. Dann brauchen wir immer auch eine Futterzange, weil wir die halt nicht mit der Hand füttern können, sondern die beißen ziemlich zu. Deswegen Futterzange ist immer sichere Variante. Und dann gibt es heute eben ganz viel Gemüse. Das werdet ihr dann nachher sehen für zum Beispiel die Dosenschildkröten. Und dann haben wir noch so ein gemischtes Becken. Da sind drei verschiedene Arten Schildkröten drin, die kriegen heute auch Gemüse. Wir haben sehr viele unterschiedliche Aufgaben. Wir müssen natürlich zum Beispiel alle Tiere füttern. Dafür ist immer eine Person den ganzen Tag zuständig. Wir müssen aber genauso auch zum Beispiel die ganzen Becken sauber halten, die Scheiben von innen, damit die Besucher auch alles sehen können. Und alles, was so im Hintergrund noch abläuft, dafür sind wir auch zuständig. Okay, und welche Ausbildung benötigt eine Aquaristin? Das ist ganz unterschiedlich. Also man kann zum Beispiel eine Ausbildung als Tierpfleger haben und sich dann spezialisieren auf die Aquaristik und auf die Fische. Oder zum Beispiel so wie bei mir, man kann Biologie studieren und dann quasi auf dem Wege auch dort landen. Okay. Das ist also ganz unterschiedlich bei uns. Haben Sie dann hier auch sowas wie eine Lieblingstierart? Oder? Das ist immer ganz schwierig. Also das wechselt natürlich auch. Aber im Moment ist es eigentlich unser Oktopus, der Otto. Der ist ganz toll, der ist also wirklich sehr aktiv und sehr verspielt auch. Das heißt, der interagiert auch mit uns, auch mit den Besuchern, geht immer nach vorne und man kann sich auch immer Sachen ausdenken für ihn. Zum Beispiel, dass er sein Futter suchen muss in einem Futterlabyrinth. Genau, das ist ganz, ganz interessant. Dann schreibt ihr uns mal in die Kommentare, was so eure Lieblingstiere sind. Wie viele Tiere gibt es denn hier im Sea Life eigentlich? Also wir haben zurzeit fast 2000 Einzeltiere, die wir hier im Sea Life München haben. Okay. Und gibt es auch kritische Fütterungen dann mal, sowas wie Haie, oder ist das, wie sieht das aus? Kritische Fütterung, man muss natürlich immer vorsichtig sein mit den Tieren. Das heißt zum Beispiel, unsere Haie, die füttern wir jetzt nicht aus der Hand, sondern wir füttern die mit einer Futterzange. Das sind die eben auch gewohnt, dass sie das Futter nehmen und dann kann man solche Gefahren eigentlich vermeiden. Und was wird verfüttert? Also hier zum Beispiel bei unseren großen Haien, da verfüttern wir Hering und Seelachs. Ja, also Fisch. Und es ist kein lebendes Futter, sondern eben tiefgefrorenes Futter, was wir auftauen für jeden Tag, was wir dann verteilen. Wir füttern aber zum Beispiel auch mal Tintenfisch, das mögen also die Riffhaie zum Beispiel gerne. Für die anderen Fische gibt es auch Sardellen, Muschelfleisch, Garnelen, also immer eine bunte Mischung. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns mal hier links ein Abo da lassen. Oder ihr schaut hier oben vorbei, das ist das Interview mit der Thermae Erding Geschäftsleitung, das wir gemacht haben. Und hier unten findet ihr noch die Umfrage zum Brexit, die wir gemacht haben.